So, weiter geht's mit 9 Runden auf Mastralia. Ich habe jetzt hier noch einiges gefarmt, also ich habe wirklich lange gefarmt, allein mal so die ganze Masse an 105er Satteilen. Und davon habe ich auch schon wieder 10, nee, wie viel verkauft? Oh, nicht weniger. Ungefähr 10 Teile, genau. Ja, ich habe noch einen. Also, wir haben jetzt unser Roadie-Set komplett. Erstmal. Fangen wir erstmal da an. Roadie. Und wir haben ja auch noch Gaunt. Die sind hier. Ich wollte die fast schon erwecken, aber ich dachte mir so, ha, nee. Wartest du mal ein bisschen ab? So, waren es gerade 58 MP, die ich gerade erweckt habe? Wow. Dachte ich mir einfach, wartest du noch ein bisschen ab und so. Nicht, dass dann irgendwas Cooles kommt und, naja. Genau. Also, waren auf alle Fälle Crit-Rate, das wäre wichtig. Ich kenne mich. Ja, ich würde gerade sagen, ich werde wahrscheinlich wieder richtig krass viel an Attack drauf. Ja, 100 Attack, nice. Es bringt so aktuell wirklich gar nichts. Oder? Wie viel Kritrate bringt denn das Set? 15, oh. Naja. Also ist es nicht schlecht. Oh, war das gerade 40 Mille? Mhm. 500 MP, klar, logisch. Nochmal 500 MP, 5% Crit, das ist eigentlich nicht viel, aber. Ich habe nochmal Boots gedroppt, by the way. Die habe ich hier irgendwo. Hier sind die Boots. Probieren wir es einfach nochmal damit. Critical Damage, genau. Ja, ich will jetzt nicht die 10% Boots nochmal canceln, weil. Ja, 18% Critical Skill Damage, das ist halt. Das ist einfach ein Witz. Also die 10% haben irgendwie schon ewig gedauert. Und okay, 11%. Sollen wir jetzt das Spiel hier machen? Oh Gott, ey. Also vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt haben wir kaum, aber... Oh, 14, oh, ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. 15 STR. Was haben wir jetzt hier drauf? 5% Crit. Ja, ist halt nichts. Das ist okay zumindest, so... Einigermaßen okay. Wo haben wir noch unsere Roadie Suit? Wo ist das Ding? Ach, da ist die. Lol. Inventarmanagement und Fly, was ist das Schlimmste? 7% Crit-Schaden ist eigentlich nichts, oder? Ne, da geht ein bisschen mehr. Wow. Also früher hatte ich also gesagt so 13-15% normalerweise, also eher 15%. Aber es gibt ja noch einige Erweckungen mehr und es kann halt sein, dass einfach deswegen die anderen Erweckungen ein bisschen seltener sind als sonst. 25 und, ja. Ich wüsste es auch gar nicht, was ich mache, wenn ich 25 STR bekomme. No, was ist hier gerade auf 7%, oder? Na naja, okay, 9% behalten wir. Gut. Dann, nächstes Ding, einmal Female. So, dann machen wir das Ding mit plus 3. Ah, wie ich es hasse. So, plus 3, plus 3, plus 3. Leider kein einziges Teil irgendwie in, weiß ich nicht, in plus, in Ra oder in sonst irgendwas. Halt alles nur ganz normal, Default, Standard und so weiter. Genau. Ich würde mal sagen, plus 6 können wir uns auf alle Fälle leisten. Ganz locker. Ach Gott. Einmal, zweimal. Okay, Start. Plus 5, plus, okay. 50% Upgrade Chance für plus 7. Krass, was das schon mal an Death-Unterschied macht. Das ist auch echt nochmal heftig. Ich meine, wir könnten dann auch direkt auf plus 8 gehen. Wir haben halt genug, also wir hätten halt genug US-Protect normalerweise. Aber gut, aktuell läuft es wieder kacke. Das heißt, 30% Chancen, das geht einfach nicht, Mann. Naja, okay. So.
plus 4. 40% Chance, das geht einfach nicht. Nice. Okay, plus 5. Ich habe schon ein bisschen viel Pech aktuell, oder? Kann das sein? Alter, wenn ich gerade überlege, wie viele Tries haben wir schon runter? 30 oder so? Oder mehr als 30? Uff. Naja, okay. Ich würde sagen, jetzt ziehen wir das Ding erstmal an, das Set. Was haben wir aktuell? Wir haben 6,7k Attack, 38% Crit-Rate, 84% Crit-Schaden. Ui. 500 Attack mehr. 20% mehr, 18% mehr Crit-Rate. Und Crit-Schaden haben wir 50% mehr ungefähr. Ein bisschen gerundet. Das ist eigentlich verdammt gut. Was bringt das hier aktuell? 4% HP, 2 All-Stats. Attack Speed. Cast Time Speed und HP. Und MP und FP und HP. Okay. Aber keine Blockrate oder so. Interessant. Sonst könnte man da auch noch weitergehen und sagen, wir ziehen mal unsere andere Set hier an. Einmal, zweimal. Ja, okay. Also ich glaube, damit jetzt sind wir ziemlich safe auf, ja. Ach, fuck. Ja, ich hätte noch mal einen Achievement. Ah, sind wir auch noch ab? Oh, ich weiß es nicht. Was haben wir aktuell noch einen Vorteil durch? 10 Crit, 30 Crit-Schaden. Ach, 15% Crit-Schaden mehr. Aber Attack-Speed fehlt. Nee, das machen wir jetzt nicht. Und das Ding ist auch nicht Ulti und so weiter. Halte ich jetzt für keine sonderlich gute Idee, finde ich. So, Safe Piercing. Ja, fangen wir einfach mal an. 1. Was ist denn heute eigentlich los hier? 10%. Wie viel Pech? Na, okay. Schluss von Ordnung. Ich würde sagen, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Aber der Rest lief dann doch einigermaßen. $10k Attack. Okay, das ist ziemlich geil. Das ist wirklich ziemlich geil. Genau, wie gesagt, wir könnten dann noch ein bisschen höher gehen und so weiter, aber ja, weiß es nicht. Gut. Die Buffs haben wir alle. Wir haben echt alle Buffs. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal nach Rathesia. Also das Ding ist halt, wir bauen aktuell jetzt mal einen Damage Equipment auf, damit wir damit einen Knight hier richtig loslegen können. Also quasi Knight zum Tanken und Double Poster für den Damage. Das ist halt momentan der Plan. Ob der jetzt aufgeht oder nicht, keine Ahnung. Also er sollte eigentlich schon aufgehen, weil ich meine, warum nicht? Also er müsste eigentlich aufgehen, sagen wir mal so. So, Ringmaster ist da hinten. Ampli an. Warte mal eine Sekunde, stopp. Zack, zack. Okay, was haben wir jetzt? 10k Attack. Hat mir Spat Forschen draußen? Also, by the way, hier ohne Power-Ups oder so. Upcut. Genau, 20% mehr Attack. 45k Damage, okay. Ich weiß gerade nicht, ob ich mehr. Das können wir noch anmachen, okay. Das ist noch billig. 13k Attack. Feeder ist auch noch einigermaßen billig. 13,0. Ja, okay, jetzt ist alles vorbei. Holy shit. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob wir hier mit AOE schnell leveln würden. Es kann halt schon sein, aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Systems. Stopp. Warte mal, hier ist es da. F-Tool. Okay. Wie schauen die XP aus? Wir kriegen 0,75. Okay, perfekt. Ringmaster kriegt gar keine Leitung können. Wow. Wie heißt die Party? Turak. So, jetzt kriegen wir erst die XP. Oh, wow.
Wir kriegen sehr viel mehr XP als gedacht. Wir kriegen viel mehr XP als gedacht. Und warum droppe ich Karten? Ach, das sind Crafting-Items wahrscheinlich. Ich war jetzt gerade kurz verwirrt und dachte mir so, hä? Warum? Wieso? Weshalb? Okay, naja, das macht schon Sinn. Gut, wir noch die Elementkarten bekommen aus irgendeiner Box, glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung, wann benutzt, weil irgendwie sind die halt super rar. Ich habe halt einmal welche bekommen und seitdem halt nicht mehr und davor irgendwie auch nie. Was es da Sinn macht, keine Ahnung. Genau. Oh, kann man ein bisschen anders hinsetzen. Oh. Okay. Also, by the way, ja, ich lebe noch. Das Hochwasser bei uns ist schon ein bisschen da. Also, der See bei uns in der Nähe, der ist halt schon ziemlich übergangen. Aber auch nicht wirklich. Also, es ist nicht so dramatisch oder so. Also, es wurden keine Straßen überflutet oder so. Beziehungsweise doch in der nächsten Kleinstadt da schon. Aber das ist halt auch echt sehr, sehr human, das Ganze. Also wirklich nichts im Vergleich. Also vielleicht sind ein paar wenige Keller vollgelaufen oder so, aber nichts, was es irgendwie dramatisch wäre. Also sieht bei uns echt noch sehr, sehr human aus. Das droppt echt ganz gut, was wir, merke ich gerade. Was kriegt der Ringmaster in XP? 1,04. Und wir kriegen aktuell wie viel? 16,56. Oh Gott, 1,4 oder so, grob gerundet. Bisschen blöd zu rechnen hier gerade. 1,3, 1,4, ja, irgendwie so sind hart. $53k Damage. Ich weiß es nicht genau, was für eine DPS das wir bekommen werden oder würden. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir halt. Ich meine, wir müssen auch unser Set hier upgrade, also unser Set hier erstmal noch droppen und so weiter. Wait, wir haben noch. Oho, wir haben noch sehr viel vor uns. Ich bin auch mal Crit-Rate. Boah. Ja, okay. Also. Das kann noch gut laufen, glaube ich. Das kann auch richtig gut laufen. Ja, da bin ich echt mal sehr gespannt. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich natürlich jetzt auch schon sehr auf AOE gebaut habe und so. Aber also ich glaube, ich werde trotzdem mit zwei Equipments fahren. Es ist natürlich jetzt irre teuer und auch irre viel Aufwand und so. Aber ja, also wir werden, glaube ich, schon zwei Equipments immer jetzt haben und nutzen. Allein nur sowas für Meteor und so. Ich meine, Meteor kannst halt nicht mit einem Knight farmen, vor allem, weil er halt AOE Damage macht. Und gleichzeitig haben wir halt auch die Lifesteal-Glyphe und so, was halt auch mehr Sinn macht, wenn wir halt, ja, halt ein Tank-Equipment haben, weil, ja. Alter, schon 74%. WTF, das läuft ja irre gut einfach. Ich weiß gar nicht, warum es so gut läuft. Also die XP sind jetzt. Also gut, ich meine, natürlich muss bedenken, es geht bis 175. Und wir sind jetzt aktuell Level 108. Also. Aber ja, das ist ganz nett, weil ich meine, so kann man halt schneller auf 120, können eben sehr viel farmen in der Zwischenzeit. Und leveln werden wir später halt noch so viel und so lang. Ja, da glaube ich, kommen wir eh nicht drum rum. %98, %99 und boom, level up. So 109 schon. Haben die gerade getourtet? 60k Crits. Ja, Tourets sind möglich, okay, nice. Und wie die möglich sind. War richtig nice.
Ah ja, stimmt, wir haben das Schild mit diesen krassen Erweckungen und so, ja. Der Nackel. Ah, Nackel müssen wir auch mal noch erwecken, merke ich gerade. Sollen wir es gleich machen? Komm, machen wir es gleich. Ich werde es eh so hart bereuen. Ah, gib mir mal so ein bisschen mehr. Wobei. Wow. Kurz gefreut und dann so, nope. Ich weiß es gar nicht, was wir machen würden, wenn wir viel STA kriegen würden. Critical Skill Damage, wie ich diese Erweckung hasse. Ich mag die Erweckung einfach nicht. Crit-Schaden, ja okay, Crit-Schaden und HP, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir 150% Crit-Schaden erreicht, wow. Wow, okay, das ist ziemlich gut. Das ist sehr viel besser, als ich eigentlich jetzt gerade mal so dachte. Also ich habe mir schon gedacht, so okay, 100% knackt man, vielleicht 110, 120% oder so, aber 150% mit allem und so. Ach, weil die STR ja, stimmt, wir kriegen noch Crit-Schaden, noch STR. Habe ich nicht bedacht. Genau, deswegen. Ringmaster 97, nett. Ach, by the way, ich habe vorhin noch einen, also ich habe schon mal gepostet auf im YouTube-Community-Tab. Ich habe vorher gegen und ich habe dieses Ding gedroppt. Schaut euch das Ding einfach mal an. Er bringt 32 STR. STA bringt er 47. Int bringt er auch 47. Dex Nummer 32. 15 Heal Amplification. Cast Time HP. Also, der Stick ist halt wirklich brutal. Und. Ja. Das wird lustig auf dem Ringmaster. Definitiv. Warum droppen wir eigentlich so viel hier? Das ist irgendwie gerade voll komisch. Also ich bin natürlich happy und so, dass wir so viel droppen, aber... ein bisschen unerwartet kommt das Ganze ja schon, ehrlich gesagt. Weil müssen wir bedenken, wir haben hier noch nicht wirklich viele Power-Ups an. Also wir haben schon einige an und so, klar. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Aber wir könnten halt noch so viel mehr anmachen. Wir könnten zum Beispiel noch diese Supercharged-Scroller machen. Wir könnten halt auch noch, was haben wir noch alles? Wir haben Love Chocolate haben wir noch nicht mal an. Hier Pride of Victory können wir noch anmachen mit 5%. Das haben wir schon an. Gut, Superstar Candy mit 15 Alls, das finde ich auch nochmal einiges. Hier die Macarons oder die. Ja, da haben wir echt noch einiges eigentlich. Und diese Trooped Wings da haben wir noch. Gibt es noch Power-Ups, glaube ich, die ich gar nicht gekauft habe. Die haben noch irgendwelche Potions. Ach, und die, genau, stimmt, die haben auch noch dann diese Luftballons. Oh, das ist schon heavy. Ah, das ist krass. Ja, genau. Und ich bin aktuell noch so ein bisschen dabei. Also ich habe momentan so mein 3D-Druck-Hobby, was ich halt so weiterverfolge. Ich habe mir heute einen Tiger ausgedruckt. Nicht das Tier, sondern Panzer. Und also die letzten zwei Tage, muss ich eigentlich sagen. Und ja, es war schon viel Arbeit. Also das Model habe ich nicht selbst gemacht oder so. Klar, so krass bin ich nicht. Aber nur das Drucken bzw. Vorbereiten, Slicen so und dann später den... Bei den Ketten musste ich ja, also habe ich halt mit Support drucken müssen, also mit so Stützen. Und ich war eine Dreiviertelstunde in der Werkstatt unten, habe mit Zangen und, also mit Beißzange und anderen Zangen und Schraubenziehern versucht, dann irgendwie diese Support-Stützen halt dann, also diese Supports halt zu entfernen. Und holy fuck, ich habe mir gedacht, so warum habe ich das gemacht? Ja, da habe ich es mal kurze Zeit bereut. Aber jetzt, wo das fertige Ding vor mir steht, beziehungsweise ist noch nicht ganz fertig. Ich schicke euch ein Bild. Also ich schicke es rein in den Community-Tab dann und auch in Community-Discord. Also hier, Level-Up-Discord. Das Ding schaut jetzt schon sehr geil aus. Also die Ketten sind da, der Body ist da und der Turm ist da. Aktuell werden noch die Verbindungsstücke, die passen irgendwie nicht. Ich habe die im gleichen Maßstab ausgedruckt und, keine Ahnung, passen einfach nicht. Ganz komisch. Da fehlen noch die Seitenschürzen, noch die Front- und Heckschürzen. Aber
Ja, genau. Nee, Heckschützen hatte der Tiger 1 gar keine. Hups. Ja. Frontschützen hatte der. Da muss ich auch nochmal schauen. Die kamen auch nicht so gut raus. Genau. Aber ansonsten war es echt ein sehr geiler Druck. Und das Ding dann zusammenzusetzen und so, ist schon geil. Ist natürlich jetzt nicht so wie Lego oder so, weil es sind halt nur so 7 Teile oder so. Und natürlich ist auch 3D gedruckt. Aber halt zuschauen zu können, wie halt einfach wirklich dieser Panzer und diese Panzerteile halt so in ihrer wirklich bekannten und klassischen Form dann zustande kommen, wirklich so Layer für Layer, ist es halt schon, also für mich persönlich ist es halt wirklich schon ein ziemliches Highlight irgendwie. Also ich bin halt schon ein ziemlicher Panzerfreak und wenn du halt dann so siehst, ja, jetzt wird gerade die Kanone gedruckt oder da diese kleine Ausstiegsluke oder ja, es ist schon, es ist einfach geil. Und natürlich dann bei den Ketten und Kettenrädern und so, also schon, das hat schon echt was irgendwie. Also macht mir schon ziemlich Spaß. Ich muss auch sagen, die Details, die sind so gut rausgekommen, also ich hätte mir nie gedacht, also klar, es gibt mal so Stellen, wo es halt ein bisschen mager ist. Das ist halt dann ein bisschen Stringing und so und das kriegt man halt dann nicht raus, weil also zum Beispiel dieser Gitter hinten, wo der Motor ist, das ist halt so klein und so fein und das ist halt so ein bisschen Filament halt einfach so dazwischen und man kriegt das halt nicht raus, effektiv. Also außer ich fange jetzt hier an wirklich mit was weiß ich, also mit einem Aufwand, den man halt irgendwie so vertreten könnte, kann man es halt nicht entfernen. Klar, man kann es immer übertreiben und so, aber ich fange jetzt nicht an, irgendwie mit Lupe und Dingen zu arbeiten. Also das ist halt nicht meins. Naja, auf jeden Fall. Qualitativ, was draus gekommen ist, wirklich Wahnsinn. Also diese Qualität konnte man vor ein paar Jahren halt nur mit diesen nicht Liquid Printers, sondern diese, ach, wie heißen diese Dinger? Mit diesem Harz, dieser Harzdrucker oder so, glaube ich, hießen die, oder Harzprinter, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, was das für ein Zeug ist, irgend so ein chemisch hergestelltes Baumharz oder so, ich weiß es nicht genau. Stinkt, klebt, ist giftig, war nie so meins, aber die haben halt einfach diese krasse Druckqualität, die halt einfach diese FDM-Printer halt nicht erreichen oder erreicht hatten bis jetzt. Aber was es da jetzt zum Beispiel Bamboo Lab halt wirklich hingelegt hat, das ist halt verrückt. Also die Qualität, also ich habe 0,16 gedruckt, es geht halt noch 0,12 oder halt noch kleiner 0,1, was sogar auch noch möglich. Wenn auch das dann schon wirklich das, dann war es schon sehr schwierig. Aber wenn man das halt wirklich mal bedenkt, und ich habe auch keine kleine Düse, halt so die normale 0,4er Düse, das ist also Standard, es gibt 0,2er Düsen auch noch. Das heißt, es gibt kleinere Düsen und noch eine bessere Auflösung, die man drucken könnte. Und ich habe halt ein Ergebnis hier rausbekommen, welches halt wirklich, also gebt mir noch ein bisschen Zeit, vielleicht morgen, übermorgen pause ich das Ganze mal, was da rausgekommen ist und wie gut das Ding tatsächlich ausschaut. Also ich meine natürlich, man kann es nicht vergleichen mit irgendeinem Lego-Teil oder so, welches halt wirklich so in Perfektion hat, irgendwie, weiß ich nicht, in Formen gegossen wird oder so, das ist natürlich jetzt was anderes, aber wer halt so ein bisschen was von 3D-Druck versteht, ja, der wird mindestens genauso geflasht sein wie ich. Natürlich, wie gesagt, manche Teile, ja, ich musste diese Supportstützen halt mit roher Gewalt entfernen. Natürlich sind da Beschädigungen und ist es nicht mehr so schön, nicht mehr so angenehm und schön und abgerundet und so. Es sind halt teilweise Stellen rau oder ist ein bisschen was abgegangen und so. Ja, das ist ein Nachteil. Aber trotzdem, selbst mit all diesen kleinen Macken und so, die ich aber auch ganz okay finde bei einem 3D-gedruckten Modell und vor allem bei so einem sehr alten Panzer, finde ich das halt irgendwie auch sogar, dass es fast schon so ein bisschen einen Charme hat. Wenn man sich jetzt auch drüber streiten könnte, keine Ahnung. Neu. Ich finde es halt nicht schlimm, sagen wir mal so. Ich finde es eben auch nicht schlimm, dass halt da irgendwie so diese Linien sichtbar sind und so. Gerade beim Tiger ist es halt sogar relativ geil, weil damals hatten die eben eine
sehr raue Struktur, um halt quasi vor sich vor magnetischen Minen zu schützen, die übrigens nie zum Einsatz kamen. Die haben es halt trotzdem gemacht, warum auch immer. Naja, auf jeden Fall. Insofern könnt ihr euch das vorstellen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man einen Boden macht, dann packt man ja da ich wollte gerade Gips sagen, das war nicht Gips, Estrich, genau, das suche ich das Wort. Wenn man halt eben einen Fliesenboden macht, dann packt man da quasi einen Estrich drüber und dann gibt es diese Spachtel, die halt so diese Rillen hat. Und ihr kennt ja vielleicht, wie das ausschaut. Und so sah halt damals auch dann die Panzer aus. Quasi einfach mit diesen Rillen drin und halt, ich weiß nicht, was die damals benutzt haben, Beton oder irgendeine Mischung von irgendeinem Zeug. Auf jeden Fall bedenkt man es eben, dass die halt eben damals auch so ein Rillenmuster drin hatten im Panzer und 3D-Drucker halt genau das gleiche machen, ist es halt schon eigentlich ganz lustig. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob der Tiger 1 das auch schon hatte oder erst der Tiger 2. Der Tiger 2, da gibt es einige Modelle und einige Bilder davon, beim Tiger 1 weiß ich es gar nicht mehr. Ah, da ist der Historiker in mir immer so ein bisschen gestorben oder so. Naja. Okay, ich beende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.